Wir können uns nicht frei bewegen in der Welt. Wir haben jetzt nur immer diese Ziele hier. Das wird euch jetzt erklärt. Dieses ist die Weltkarte. Hier kannst du den Weg deiner Gruppe bestimmen. Im Laufe der Geschichte wirst du mehr und mehr Orte freischalten, die du bereisen kannst. Leuchtet ein Wegpunkt. Kann er betreten werden? Der Pfeil 1 zeigt dir den aktuellen Questziel an. Reise nach Neta, um dort den Überlebenstod herauszufinden. So, wir sind da. Da können wir hinreisen. Das ist auch das Einzige, wo wir hinreisen können. Aber hierüber bewegen wir uns auf dieser Karte. Es ist eigentlich sehr strikt linear. Wir haben auch ab und zu mal ein paar Nebenquests. Aber wir können halt nicht viel machen. In Städten rüstest du dich aus, heilst deine Wunden und erhältst neue Questinformationen. Heiler 1, also da unten irgendwo, kümmern sich um deine Wunden und Vergiftungen. Je ramponierter deine Gruppe ist, desto mehr Geld kostet die Heilung. Gut, verständlich. Bei Wirten 2 kannst du für ein paar Silbertaler übernachten. Dadurch werden alle Lebenspunkte oder alle Lebens- und Astralpunkte in der Gruppe wiederhergestellt. Allerdings werden Wunden noch Vergiftung geheilt. Sprich mit den Wirten, was Informationen zu haben. Wie soll mit der jetzt reden? So, ist Quest und. Aha, heute gar nicht gut gelaunt? Heute nicht, Donna Missanti. Schwierigkeiten? Du weißt ja, hier ist immer ein Bett für dich frei. Für einen Silbertaler. Irgendwelche Neuigkeiten? Das kann man sagen. Graf Urias Tochter ist tot. Ermordet. Das schöne Mädchen. Warte, kanntest du sie nicht näher? Ja, nein, natürlich. Ja, ich kannte sie. Kein Wunder, dass dein Gesicht aussieht wie 3 Tage Regen. Übermorgen wird der Mörder aufgeknüpft. Praios verfluche ihn. Prinzessin Elanor war immer gut zu uns allen. Entschuldigung, musste gerade ein bisschen husten. Lysander, Graf Urius. Wenn jetzt hier so mehrere Sachen sind, werde ich es kurz vorlesen, was ich wählen möchte. Ansonsten, wenn da nur ein Text steht, drücke ich einfach nur drauf. Also wir nehmen jetzt mal Lysander. Wisst ihr irgendetwas über Lysander? Den Alchemistensohn? Es heißt, er hat gestern ein Schiff nach Süden genommen. Nach Mengvilla, glaube ich. Kein Wunder, dass er von hier fort wollte. Er stand Prinzessin Elanor sehr nahe, nicht wahr? Wo ist Graf Urias? Verschwunden. Niemand weiß wohin. Nicht einmal zur Grablegung seiner Tochter ist er geblieben. Wir könnten jetzt übernachten für einen Silbertaler, aber wir lassen Bis das. irgendwann, Donna Missanti. Travia mit dir. Vielleicht sollten wir uns erst ausrüsten. Ich könnte auch etwas zu trinken vertragen. So, wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Ausrüster. Da ist der Wirt, da ist der Heiler, da ist der Schmied. Wir gehen zum Ausrüster, weil da ja auch was dran hängt. Regio, du solltest du nicht längst am Galgen hängen? Ich konnte fliehen, ich wurde freigesprochen. Wie bei Ich meiner konnte Wahrheit. fliehen, aber jetzt? Aber jetzt kommst du ausgerechnet zu mir. Du hast Nerven. Ich habe Elanor nicht umgebracht. Mag sein, mag nicht sein. Was willst du von mir? Wo ist Aurelia? Ist sie in Neta? Nein, Horatio sagt, sie ist verschwunden. Und das solltest du auch tun. Und die Prinzessin? Sie wurde bereits in die Gruft der Kalamals gebracht. Die Geweihten hatten einige Mühe, ihren Körper wiederherzurichten, heißt es. Noch was? Ausrüstung Ich kaufen. brauche Ausrüstung. So, bei Händler lassen sich viele nützliche Gegenstände erwerben. Auf der linken Seite ist das Angebot des Händlers, auf der rechten dein Gruppeninventar. Um einen Gegenstand zu kaufen, zieh ihn einfach von Händlermenü in deine Gruppeninventar. Um einen Gegenstand zu verkaufen, zieh ihn von einem Inventar in das Händlermenü. Alternativ kannst du Gegenstände auch mit Umschalt-Links-Klick ohne Sicherheitsabfrage ein- oder einkaufen oder verkaufen. Genau. Über die Pfeile, über den Gruppeninventar 3 kannst du zum Ausrüstungsmenü wechseln. Blalalala. Gut. Wo ist 3? Hier gibt es keinen 3. Gut, macht nichts. So, wir können hier um Inventar und Ausrüstung wechseln, wenn wir wollten. So. Was brauchen wir denn? Wir brauchen erst einmal Munition. Das heißt, wir werden erstmal das hier kaufen. Hier kann man die Sicherheitsabfrage machen. Eine Dukat 6 Silberteiler kostet das Ganze. Die haben wir jetzt erstmal gekauft. Die tauchen jetzt, ich habe zwar ein Item gezogen, tauchen aber hier in den Waffen auf. Da sind sie.
Wir haben noch eine Fuckel, eine Fackel und ein Kurzschwert. Das Kurzschwert brauchen wir nicht mehr, das können wir verkaufen. Wir können auch die Fackel verkaufen. So. Dann hatten wir hier Lederstiefel, Messer und so weiter, könnten wir kaufen. Ein Federhut, Lederharnisch, eine Bärenfalle, einen schwachen Heiltrank, ein schwacher Zaubertrank, aber wirklich kaufen können wir nichts. Unsere Items, die wir verkauft haben, stehen da übrigens, ganz am Ende. Tragglas steht hier unten, 37 von 72. Genau. Rüstung, wir können Lederbeinlinge verkaufen. Können wir tun, aber kriegen wir ein bisschen Geld. Machen wir. Und vor allem brauchen wir nicht so viel mitschleppen. Proviant ist ganz wichtig. Proviant können wir hier aber gerade, glaube ich, nicht kaufen. Doch, Proviant, da ist es. Den werden wir natürlich mitnehmen. Wundbinden. Mit einer Wundbinde und dem Talent Heilkunde Wunden. Lassen sich Wunden von Verbünden noch während eines Kampfes heilen, verbraucht eine Aktion. Ziehe die Bandage in den Gürtel eines Helden, um sie im Kampf zu nutzen, um Wunden zu heilen. Du kannst Bandage noch außerhalb eines Kampfes benutzen. Ziehe sie auf einen Helden, um das Wunden zu schließen. Bandagen können nur mit Talent Heilkunde verwendet werden. Sollten wir vorher aber mitnehmen. Oh, schlabbrigen Gürtel. Gürtel mit einer Tasche. Wir werden aber keinen Gürtel kaufen. So, 52 von 72. So, können wir schließen. Wir gehen zum Friedhof. Guter Plan. Schaufeln wir uns vorsorglich ein Grab. Bevor du weiterziehst, solltest du deine Werte steigern. Im Laufe der Geschichte erhält jeder deiner Helden Abenteuerpunkte. Das sind die AP-Punkte. Diese kannst du einsetzen, um Fähigkeiten zu verbessern. Jede Steigerung kostet dich eine bestimmte Anzahl von Abenteuerpunkten. Klicke auf Plus, um meine Fähigkeiten, um einen Punkt zu verbessern. Willst du eine Steigerung rückgängig machen, klicke auf Minus. Die angegebenen Abenteuerpunkte werden dir dann wieder zugeschrieben. Je besser du eine Fähigkeit bist, desto mehr Abenteuerpunkte musst du aufwenden, um sie zu verbessern. Du kannst auch Abenteuerpunkte sparen, um später Lehrmeister und so weiter neue Fähigkeiten zu lernen, wenn man möchte. So, das gucken wir uns natürlich mal kurz an. Charakterbogen 1. Hier findest du alle Werte und Fähigkeiten deiner Figuren. Klicke auf Heldenporträt, um zwischen deinen Helden zu wechseln. Die Eigenschaften 1 beschreiben die geistigen körperlichen Grundwerte des ausgewählten Helden. Hier kannst du, wie stark, mutig, klug, zäh er ist. Die Eigenschaften beeinflussen nahezu alle deiner Werte. Deine Fähigkeit, deine Lebens- und Zauberkraft, deine Kampfwerte und sogar deine Erfolgswahrscheinlichkeit von Talenten und Zaubern. Fährst du mit einer Maus über die Eigenschaften, werden alle von dir bestimmt beeinflussten gegen Grundwerte hervorgehoben. Das ist von Vorteil, das gucken wir uns mal an. Zum Beispiel, wenn ich Mut steigern möchte, wird automatisch Attacke, oder die, wird, wenn ich Mut steigere, wird automatisch die Attacke, Initiative und Magieresistenz angehoben. Wir haben 206 AP, ich könnte die in die Lebenspunkte ransetzen. Oder in die Magieresistenz, aber ich kann hier nichts weiter kaufen. Waffentalente. Hier kannst du deinen Überblick über Nah- und Fernkampftalente deiner Helden mit den Schiebereglern 2 unter den Icons stellen, die du... mit den Schieberegler 2 und den Icons stellst du ein, ob du mit der gewählten Nahkampfart lieber offensiv oder defensiv kämpfen willst. Ein hoher Wert auf Schwert verbessert deine Attacke, ein hoher Wert auf Schild deine Parade. Gut. Das ist klar, das heißt, wir haben zurzeit, wenn wir Hiebwaffen haben, haben wir zurzeit zum Beispiel 3 Fertigkeiten, 6 Fertigkeiten auf, da, wir machen also zurzeit 3 in Parade, 6 in Attacke, 9 haben wir. Hier haben wir 0, 0, 0, 0, das könnt ihr jetzt sogar steigern. Ihr könnt jetzt zum Beispiel Dolche steigern, Schwert, Säbel steigern, Hiebwaffen, Fernwaffen oder Fechtwaffen. Ich könnte die Bögen steigern, ich könnte die Armbrüste steigern. Es ist halt DSA, ich kann trotzdem alles steigern, was ich möchte. Ich könnte Stäbe steigern, Speere, blalalala. Zurzeit habe ich Punkte in 2 Hiebwaffen und in den normalen Hiebwaffen. Es hat also keinen Sinn, jetzt ihm ein Schwert zu verpassen, weil ich in Schwert keine Punkte habe. Also sollten wir aufpassen, dass wir ihn in Hieb-, Wurfwaffen und 2-Hieb-Waffen was verpassen. Das heißt, wir brauchen also eine Axt, eine Wurfwaffen oder 2-Hieb-Waffen. Also so gesehen eine 2-Axt. Wir könnten jetzt hier Punkte reinpacken. Ein Punkt mehr würde mich 95 AP kosten.
Gucken wir uns aber die Talente an. Kriegen wir wieder ein Fenster auf. Verschiedene Talente 1 erleichtern den Helden das Überleben in Aventurien. Durch steigernde Talente schaltest du 4 unterschiedliche Talentstufen frei. Jeweils bei Talenten 0, 8, 13, 18. Jede der Stufen bringt dir weitere Vorteile. Neue Talente lernst du bei Lehrmeistern, die du auf den Reisen durch den wilden Süden finden wirst. So, die Talente, wir haben zurzeit Körperbeherrschung, Selbstbeherrschung und Sinnesschärfe. Auch hier könnte ich Sachen reinkloppen. Auch hier unten haben wir Kriegskunst und Heilkunde. Entschuldigung. Wir würden dann hier, wenn wir irgendwas vergrößern, hier noch weitere Talente freischalten mit der Zeit. Wir können auch Fallen lernen, wir können auch Tierkunde lernen. Brauchen wir aber nicht, weil Tierkunde haben wir. Fallen und so weiter, das haben wir. Wir haben dafür kein Gewissen. Gassenwissen und auch keine Kriegeskunst. Wenn wir einen Schurken hätten, könnten wir das auch noch. So. Ich werde aber noch zur Zeit nichts ausgeben. Zauber ist ganz wichtig. Zauber funktionieren ähnlich wie Talente, sie sind aber deutlich stärker und ein wichtiges taktisches Mittel im Kampf. Jeder Zauberer verfügt über 4 Stufen, die du im Spielverlauf freischalten kannst. Bei Zauberfertigkeit 0, 8, 13, 18. Neue Zauber kannst du Lehrmeister und aus Zauberbüchern lernen. Das ist ganz wichtig. So, ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, Zubran, da könnte ich ihm hier Punkte, da würde Feuerball was machen. Das könnte ich machen, das, das oder das. Hier haben wir das Arkane. Früher war das Arkane. Wir haben mehrere Bereiche, das ist glaube ich Schutz und Heilung. Das ist Verteidigung. Hier können wir einen Buff geben und hier können wir unsere Zauber machen. So. Er und er haben keine Zauber, nur Erdzauber. Sonderfertigkeiten. Hier findest du dann Spezialmanöver und passive Fertigkeiten. Sonderfertigkeiten sind immer aktiv und müssen nicht gesteigert werden. Viele Sonderfertigkeiten sind erst erlernbar, wenn du andere Sonderfertigkeiten bereits gelernt hast. Neue Sonderfertigkeiten kannst du über Lehrmeister lernen. So, können wir uns mal gucken. Sonderfertigkeiten. Wir haben zum Beispiel die Magie gelernt. Müssten zum Beispiel, um Distanzzauber zu lernen, Intuition auf 14 bringen. Da steht oben rechts, da steht das. Das kriege ich jetzt aber leider nicht. So. Ich kann es leider nicht anklicken, sonst können wir es mal machen. Magie. So, Fernkampf haben wir nicht, müssten wir erst lernen. Also wir könnten Nahkampfmagier machen, wenn wir wollten. Aber es würde, glaube ich, Punkteverschwendung. Wir bleiben auf Fernkampf. So, hier sieht man, Intuition haben wir auf 13. Wir müssten das hier auf 15 bringen und Astralreiniger, um das hier zu bekommen. Um zu sehen. Jetzt können wir hier gucken. Naurim hat zum Beispiel Wuchtschlag, um halt Niederwerfen zu bekommen mit 500 AP. Das ist eine ganze Menge. Wir brauchen also nur die 500 AP und könnten dann Niederwerfen bekommen. Wäre der Ansturm vergleichbar. Hier etwa zum Beispiel Aufmerksamkeit, bräuchten dann Intuition auf 15, um halt Kampfgespür zu bekommen. Schildkampf verbessern und so weiter und so fort. Also es fehlt erst einmal so eine ganze Menge. Gut. Schließen wir erstmal. Das war jetzt so viel dazu. Ich wollte jetzt eigentlich nach einer Stunde schon fast eine Aufnahmepause machen und dann weitermachen. Aber jetzt, ich habe gerade so viel Spaß gerade. Ich muss mal kurz was gucken. Eigentlich müsste ich glaube ich ins Bett. Nee, noch geht das. Es ist gerade 23.20 Uhr abends. So viele Gräber. Kalamals Gruft müsste hier irgendwo sein. So, auch abseits der Weltkarte gibt es viel zu entdecken. Klicke auf eines der Gräber, um es zu erforschen. Über den grünen Wegpunkt. Grün? Na gut. Kannst du denn in die Stadt zurückgehen? Ach so. Ah, gut. Grün, ich weiß noch nicht, wo. Da wäre der Marktplatz. Wir könnten jetzt hier in die Kreuzung. Der erste Schritt ist erst einmal Kreuzung. Da gehen wir hin. Da ist der grüne Wegpunkt. Sind alle Helden ausgeschaltet, hast du einen Kampf verloren. Das ist verständlich, ne? Große Objekte auf den Kampfkarten bieten Schutz vor Pfeilen, Bolzen und vielen Zaubern. Hohe Objekte 1 bieten mehr Schutz als halbhohe Objekte. Fernkämpfer und Zauber können nur auf Gegner zielen, die sich in ihrer Sichtlinie befinden. Sind große Objekte oder Einheiten im Weg, ist die Sichtlinie unterbrochen. Die Sichtlinie habe ich noch nicht hundertprozentig verstanden, aber egal. Auch handelnde Figuren auf dem Schlachtfeld versperren Sichtlinien. Dabei spielt ihre Größe eine nicht zu unterschätzende Rolle. Über einen Zwerg wie Naurim können andere Charaktere hinweg mit einer Waffe oder hoher Reichweite angreifen, etwa einen Speer.
Ein riesiger Orga hingegen wird auf einem meisten Kampfkarten kaum Deckung finden. Und sich so auch verhalten. Gut. So, jetzt kommen wir wieder hoch. So, hier sind wir. Wir haben hier 1, 2, 3 Gegner. Wir sind selber gerade am Zug. Wir stehen da. Wir haben die Nahkampfwaffe gerade, Fernkampfwaffe ausgerüstet. Wir haben, glaube ich, nur 10 Pfeile drin. Ich habe vergessen, die Pfeile überzunehmen. Wir können aber gerade die Pfeile nicht nachrüsten. Ne? Die Pfeile sind hier in Waffen drin. Wir haben 10 ausgerüstet, da sind die restlichen 40. Das ist natürlich schlecht. Wenn ich jetzt die Waffe wechseln möchte, würde es mich eine Aktion kosten. Also greife ich im Nahkampf mit dem gezielten Schuss an. Bringt nichts, weicht aus. So, jede Figur kann pro Runde nur einen Gegner parieren. Achte darauf, dass deine Helden nach Möglichkeit nicht von mehreren Gegnern gleichzeitig angegriffen werden. So, Naurim ist dran. Ne, der Zauberer ist dran. So, muss ich gucken. Ihn kann ich angreifen, ihn kann ich nicht angreifen. Das sehe ich daran, dass der rot wird. So, jetzt gehe ich hier drauf und sage... Wuchtschlag? Moment mal. Wieso ist Naurim... Ach ja, da. Moment, Naurim ist dran. So, Wuchtschlag. Zauberer. Kann ich nicht, kann ich. Das kann ich hier sagen. Flammenstrahl. So. Er wird attackiert durch den Bogenschützen. Ich kann ihn nicht gerade attackieren. Das kann ich hier sagen. Normale Attacke. Mit dem Bogen halt. Ich kann es hier nochmal mit dem Wuchtschlag versuchen. Damit ist der down. So, ich kümmere mich jetzt um ihn hier hinten. Wäre natürlich auch angegriffen. Ich könnte mich jetzt auch zurückziehen, wenn ich wollte. Ich greife ihn aber trotzdem nochmal an. So, jetzt lasse ich ihn hingehen und... Gut. So, jetzt steht er hier in der Linie mit drin, um ihn down zu kriegen auf die Schnelle. Seht ihr, jetzt sucht er Deckung. Jetzt kann ich ihn hier sauber angreifen. Ihn muss ich erst dahin ziehen. So. Jetzt haben wir ein Problem. Hier steht gerade was in der Sichtlinie. Jetzt müsste ich hier erstmal hingehen. Nochmal ein weiter. Ich kann ihn aber nicht angreifen. Ging doch. Wieso ging das gerade? Normal wird das eigentlich rot unterlegt. Na ja, gut. Deswegen, ich habe ab und zu die Sichtlinie noch nicht hundertprozentig verstanden. So, der Kampf ist vorbei. Wir bekommen einen Kurzbogen, gehärtete Lederstiefel und Jagdpfeile. Alles nehmen. So, hier können wir jetzt wieder ausrüsten. So, die Jagdpfeile brauchen wir natürlich. Kurzbogen. Ist der gleiche Bogen, den können wir also behalten. Aber können wir drin lassen. Items, Proviant brauchen wir erstmal nicht. Wund oder die Rüstung, Lederstiefel. Würden nichts bringen. Würden nur hierzu was passen. Jetzt gucken wir mal durch. Ja. Müssten wahrscheinlich auf irgendeinen. Also, wir hätten keinen Vorteil. Da wir auch nur kein Set voll haben. So. Ich würde sagen, wir gehen nach unten.